an jedem Wochenende zweimal antreten. Zum ersten am Freitag auswärts bei den Landshut Cannibals. Viel Glück haben die Wölfe Freiburg in Rot gleich zu Beginn der Partie. Schon nach 4 Minuten scheitert Raphael Kapzahn am Pfosten. Landshut die klar dominierende Mannschaft über rechts mit Neuzugang Ryan Bonny in seinem ersten Spiel. Dann Stoppfehler Chino Parrish, aber Goalie Christian Brossard kann den Fehler ausmerzen. Und dann der direkte Gegenzug. Mares scheitert an Sebastian Vogel, der diesmal im Landshuter Tor steht. Landshut hat mehr vom Spiel ohne Kapital daraus zu schlagen. Freiburg hier in Unterzahl mit einem Entlastungsangriff, der brandgefährlich wird. 2-1, aber Steve Palmer macht es selbst. Die durchaus überraschende Führung der Wölfe in der 9. Minute durch Palmers 12. Saisontor. Der Spielverlauf durchaus auf den Kopf gestellt und Freiburg muss dann in der 17. Minute durch Lipset sogar mit 2-0 in Führung gehen. Wenn einer von den Zuschauern ein bisschen später ins Eisstadion kam, dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, steht 0-1, Freiburg ist wahrscheinlich besser, aber das war nicht so. Doch Freiburg steigert sich im Spielverlauf. Wir sind schon im Schlussabschnitt einer an Höhepunkten armen Partie. Das ist aber eines der großen Highlights. Chris Lipset verpasst erneut das vorentscheidende 2-0 mit einem Lattentreffer. Schon verrückt. Als Freiburg schon dem Sieg nahe ist, 6 Minuten vor Spielende, fehlt für einen Augenblick die Zuordnung in der Hintermannschaft. Einen Bruchteil einer Sekunde Unachtsamkeit bei den Wölfen. Und der Nutznießer ist Thomas Daffner, der zum 1:1-Ausgleich in der 54. Minute trifft. Doch auch Landshut macht in der Schlussphase Fehler. Da können sich die Cannibals nicht aus dem eigenen Verteidigungsdrittel befreien. Chris Lipset kommt an die Scheibe. Und aus dem Hinterhalt trifft Aaron Fox, der Topscorer. Mit seinem 21. Saisontor zum 2:1 für die Wölfe. Landshuts Tupal Kamil haut die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone. Chris Lipset löst sich von Gegenspieler Geipel, beweist Übersicht, sieht Fox, der vollstreckt. Ärgerlich für Landshut. Na gut, wenn man so hart arbeitet dann und ein Tor schießt und wieder rankommt und dann da 3,5 Minuten vor Schluss dann so einen Fehler macht, beziehungsweise die Zuordnung nicht stimmt im eigenen Drittel und man schenkt dann einen oder zwei Punkte her, das ist natürlich bitter. Freiburg holt mit dem 2:1-Sieg in Landshut zum 4. Mal in dieser Saison auswärts 3 Punkte. Also es war der 4. Dreier auf fremdem Eis, insgesamt der 8. Auswärtssieg in dieser Saison für die Wölfe Freiburg. Und das sollte natürlich auch Selbstvertrauen geben.